Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Hey Doki, Reptain, ihr könnt nicht aufgeben. Pah. Ja, nicht aufgeben, sagst du? Was können wir in dieser trostlosen Situation nicht tun? Wir müssen nachdenken. Ich weiß. Celebi. Kann deine Zeitreisefähigkeit uns das kurze Stück bis zum Zeittunnel transportieren? Das wird nicht einfach in der Gegenwart von Dialga. Dialga ist das Zeit-Pokémon. Es kontrolliert die Zeit als solches. Selbst wenn ich uns auf die Zeitreise schicken kann, wird das ohne Probleme aufdecken können. Es muss nur für einen kurzen Moment funktionieren. Bitte. Angriff. Zeit für die Reise. Sie sind verschwunden. Meister Dialga. Warum muss das denn auf dem kleinen Bildschirm sein? Verschluckt. Yeah. Sorry, verschluckt. Wir wurden aufgedeckt, oh Gott. Unsere Zeitreisefahrt wurde zersplittert. Es laggt. Ich habe meine Einstellungen bei OBS ein bisschen geändert. Ich muss nochmal gucken, wie ich das besser hinkrieg. Da sind sie. Wir haben es fast bis zum Zeittunnel geschafft. Springt jetzt rein, ihr könnt es schaffen. Jetzt, in den Zeittunnel. Was ist mit dir, Celebi? Kümmert euch nicht um mich. Ich sagte euch doch bereits, ich kann nicht gefangen werden. Stoppt die Lähmung des Planeten. Verändert die Geschichte. Danke. Danke, Celebi. Ihr kommt nicht davon. Sicher? Wir sind entkommen. Ja, ich muss meine Einstellung nochmal irgendwie umändern oder so. Ihr müsst jetzt mit den Lags in dem Part leben. Möchte ich am Teil speichern? Nein. Kapitel 16. Ein neuer Morgen. Sonst. Ja, Moment, sonst starte ich kurz die Aufnahme einmal neu. Ich ändere kurz ein paar Einstellungen um. Meine Tastatur ist irgendwas. Bis gleich. So, Leute. Ich weiß nicht, ich hoffe, jetzt laggt es nicht mehr. Sollte es zumindest nicht. Obwohl, nein, sollte es nicht. Gut, wir sind wieder da. So. Das ist... Was? Doki, wo? Ist es nicht die Stelle, an der wir uns zum ersten Mal trafen, Doki? Es ist wie dieser Strand. Das bedeutet, kann es sein? Nein, es ist wahr. Wir sind in der Vergangenheit. Wir haben es zurück in unsere Welt geschafft. Ja, wir haben es geschafft, Doki. Hey, Reptain, sieh dich um. Wir sind zu Hause. Zurück in unsere Welt. Also haben wir es geschafft. Wir sind durchgekommen. Zurück in die Vergangenheit. Ja. Hier habe ich zum ersten Mal Doki getroffen. Wollen wir mal sehen. Ich denke, es war genau hier. Hier habe ich Doki gefunden, tief und fest schlafend. Na, das ist also geschehen. Diese Zeitreise führte mich in die östlichen Wälder. Und Doki und ich erreichten so fern voneinander deine Welt. Oh, richtig. Es gibt vieles, was ich noch nicht verstehe, wie diese ganze Zeitreise-Sache. Kannst du uns das bitte erklären? Aber es sind weder der rechte Ort noch die rechte Zeit, um sich in Ruhe zu unterhalten. Lass uns zur Knuddelhoff-Gilde gehen und dort reden. Bevor wir in die Zukunft gingen, haben wir dort gelebt und trainiert. Es ist der perfekte Ort. Alles klar, gehen wir zur Knuddelhoff-Gilde. Warte mal. Wird man mich freundlich empfangen, wenn wir zur Gilde gehen? Immerhin bin ich ein gesuchter Gesetzloser dieser Welt. Wenn ich zu eurer Gilde ginge. Wären die anderen nicht schockiert?
Glaubt ihr nicht, sie würden versuchen, mich gefangen zu nehmen? Wenn ich so darüber nachdenke, stimmt, was sollen wir tun? Oh, ich weiß, es gibt einen guten Ort, aber wir müssen durch Schatzstadt, um ihn zu erreichen. Ja, es dürfte kein Problem sein, wenn wir uns unauffällig durchschleichen. Dann gehen wir voran. Okay, es ist hier lang. Okay. Ein Kundensteamverband hat eine Nachricht geschickt. Bonus-Episode Platz für Team Scham wurde freigeschaltet. Okay, um die Bonus-Episode zu spielen, wir sehen in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du die Bonus-Episode spielen willst, bla bla. Nice! Weitere Bonus-Episode. Nein, wir wollen immer noch nicht speichern. Ah! Ich wusste doch, dieser Busch sieht auffällig aus. Diesen Felsvorsprung nennt man Tohaido-Klippe. Tohaido-Klippe? Ja, ich denke, der Name kommt daher, dass die Klippe die Form eines Pokémon mit dem Namen Tohaido hat. Soweit ich sehe, scheint nichts ungewöhnlich zu sein. Ich wusste es. Es ist hier unten. Hier habe ich gelebt, bevor ich der Gilde beigetreten bin. Nur zu, geht rein. Chup, chup, chup. Nice. Oh, sieht cool aus hier. Na, ich verstehe. Das ist ein Hohlraum auf der Vorderseite der Klippe. Ah, puh. Ich bin froh, dass niemand diesen Ort hier verschandelt hat. Das zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Ort auf sich zieht. Es wäre vielleicht besser, wenn wir für das Erste hier bleiben würden. Na, abgemacht. Erzählt uns Robtain jetzt endlich mal die Geschichte? Ich will wissen, was passiert ist alles. Mensch. Ah, ich glaube schon. Aber Doki. Ich habe niemals erwartet, dass du wirklich Doki bist. Robtain, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, Doki und ich. Wir haben zusammen die Lähmung des Planeten untersucht. Ein Pokémon und ein Mensch? Zusammen als Team? Ja, doch. Und Doki hat eine spezielle Fähigkeit, die niemand sonst besitzt. Wir haben uns auf diese Fähigkeit verlassen, um die Lähmung des Planeten zu untersuchen. Sie spielt eine wichtige Rolle. Wenn du von einer besonderen Fähigkeit sprichst, meinst du damit etwa den dimensionalen Schrei? Exakt. Aber der dimensionale Schrei hat einen Nachteil. Der dimensionale Schrei verlangt die Anwesenheit eines Partners, dem man vertraut. Ohne diesen Partner kann die Fähigkeit nicht ausgelöst werden. Ein Partner, dem man vertraut? Darum arbeiteten wir zusammen. Der dimensionale Schrei wird durch Dinge ausgelöst, die eine Verbindung zu den versteckten Zahnrädern der Zeit haben. Wir mussten herausfinden, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befinden. Das konnten wir nur mit Hilfe des dimensionalen Schreis. Warte mal eine Sekunde. Du sagtest, dass man für den dimensionalen Schrei einen Partner dabei haben muss, dem man vertraut. Aber der dimensionale Schrei kam schon, als wir uns erst seit kurzem kannten. Naja, und? Sagt das denn nicht, wie groß das Vertrauen zwischen euch von Anfang an war? Wenn du das so ausdrückst, das macht mich ein bisschen verlegen. Ja, dazu hat Doki noch einen Gedächtnisverlust erlitten. Du, Dragon, warst von Anfang an für deinen Partner da. Vielleicht wuchs das Vertrauen von Doki in dich deshalb so schnell. Oh, ja, es gibt da noch etwas, das ich nicht verstehe. Wird der dimensionale Schrei nur in Verbindung mit den Zahnrädern der Zeit ausgelöst? Richtig. Dementsprechend wird der dimensionale Schrei nicht an Orten ohne Verbindung zu Zahnrädern der Zeit ausgelöst. Wirklich? So habe ich das nicht in Erinnerung. Hör mal, Doki, erinnerst du dich, dass er auch von Traumato ausgelöst wurde? Bei der ersten Erkundung? Und es gab andere Male. Wir sind an den Orten gewesen, die nichts mit den Zahnrädern der Zeit zu tun zu haben schienen. Aber auch an solchen Orten wurde der dimensionale Schrei manchmal ausgelöst, oder nicht? Ja, stimmt. Ja, bist du sicher? Aber es ist niemals in der Zukunft geschehen. Der dimensionale Schrei wurde sicher niemals an Orten ausgelöst, die nicht in Verbindung mit den Zahnrädern der Zeit stehen. Nun, wenn das stimmt, kann ich mir nicht erklären, warum es hier anders funktionieren sollte. Vielleicht sind die Dinge in dieser Welt einfach anders. Vielleicht funktioniert der dimensionale Schrei in der Vergangenheit einfach anders. In der Zukunft funktionierte der dimensionale Schrei also nicht an Orten, die nicht in Verbindung mit Zahnrädern der Zeit stehen. Oh, das erklärt es. Vielleicht erklärt das wirklich dieses eine Mal, als wir in der Zukunft waren. Der dimensionale Schrei. Setz deinen dimensionalen Schrei ein, Doki. Berühre dieses erstarrte Wasser. Wer weiß, vielleicht siehst du ja etwas. Ja, ich verstehe.
Das stimmt, ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was dir geschehen wird. Geschieht. Wir dürfen nicht trödeln, diese Zubiris holen es uns ein. Mach schnell. Und Doki, kannst du etwas sehen? Nein, ich sehe nichts. Ja, vielleicht konnte ich nichts vor meinem geistigen Auge sehen, als wir in der Zukunft waren, weil wir nicht an einem Ort waren, der eine Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit hatte. Vielleicht funktioniert deshalb mein dimensionaler Schrei nicht. Vielleicht sagt Reptain die Wahrheit, wenn er behauptet, Zukunft und Vergangenheit seien verschieden. Oder verschieden genug, um meinen dimensionalen Schrei unterschiedlich funktionieren zu lassen. Wie dem auch sei. Wie ich schon sagte, wir haben die Lähmung des Planeten untersucht. Dazu setzen wir den dimensionalen Schrei ein. So bestimmten wir die Standorte der Zahnräder der Zeit in eurer Welt, als wir noch in der Zukunft waren. Ja, das ist es. Hier ist ein Zahnrad der Zeit. Ich verstehe. Setzen den Meliori-Stein in das Herz von Glaudon. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Erst ermittelten wir, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befinden würden. Dann nahmen wir den Zeittunnel. Der brachte uns aus unserer Welt, also deiner Zukunft, in diese Welt. Allerdings. Boah, bist in Ordnung. Nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Es gab Turbulenzen während unserer Reise durch die Zeit. Deswegen wurden Doki und ich getrennt. Aus irgendeinem Grund verlor Doki das Gedächtnis und verwandelte sich in ein Pokémon. Ich kann nur vermuten, dass das etwas mit unserem Unfall während der Zeitreise zu tun hatte. Ich bin aus der Zukunft gekommen. Und nicht nur das, ich bin mit der Mission hergekommen, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich weiß nicht, es fühlt sich so fremd an. Es erscheint mir irgendwie nicht real. Also Doki, du magst dich vielleicht an nichts erinnern, aber du warst mein nächster Freund. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil als wir getrennt wurden. Ich bin froh, dass ich dich wohlbehalten sehe. Deine Erinnerung mag sich verändert haben. Und trotz deines verlorenen Gedächtnisses bist du noch ganz du selbst. Und nichts ändert etwas an der Tatsache, dass wir Freunde sind. Oh, Doki, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Okay, wir müssen uns über unser weiteres Vorgehen entscheiden. Wie ich bereits sagte, ich werde wieder Zahnräder der Zeit sammeln. Was habt ihr denn vor? Ich bin etwas besorgt darüber, dass die Zeit in der Region stillsteht, denen das Zahnrad der Zeit genommen wurde. Aber bist du sicher, dass das nur zeitweilig ist? Na, ganz sicher. Man muss nur die Zahnräder der Zeit wieder in den Zeitraum einsetzen. Dann kehrt die Zeit überall in ihren normalen Zustand zurück. Na dann gehen wir auch. Wir gehen mit dir, Reptane. Wenn ein Zahnrad der Zeit weggenommen wird, wird das negative Folgen für die Pokémon in jener Gegend haben. Aber wir müssen die Lähmung des Planeten verhindern. Na gut, wir gehen zusammen. Aber es ist spät am Abend. Außerdem sind wir von der ganzen Lauferei ziemlich erschöpft. Wir sollten uns heute ausruhen. Morgen früh ziehen wir los. Machen wir so. Heieiei. Möchte nein. Drake ist nicht da. Nicht hier. Ja, vielleicht draußen. Ja, was ist los? Kannst du nicht schlafen? Ja, ich grübele. Denkst du an Zwirrfinst? Nein, das ist es nicht. Sicher, herauszufinden, an der Nase herumgeführt worden zu sein, ist schon ein Schock. Aber nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Reptane, da wurde mir klar, dass Zwirrfinst mit dem, was er in der Zukunft sagte, wirklich recht hatte. Und es ließ mich verstehen, dass Doki wirklich aus der Zukunft kommt. Über solche Sachen habe ich nachgegrübelt. Sorry, kurze Unterbrechung. Hey, sieh mal, Reptane, Sonnenschein, die Sonne geht auf. Oh, das sieht cool aus. Es ist schön, nicht wahr? Ja. Vielleicht umso mehr, weil wir so lange in der Zukunft waren.
aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Sonnenaufgang einem so die Lebensgeister zurückbringen könnte. Die Sonne geht auf und wieder unter. Das halten wir für selbstverständlich und das ist nur natürlich. Aber selbstverständliche Dinge. Das sind wirklich Dinge, Das sind wirklich die allerwichtigsten Dinge. Und sie sind so kostbar. Ja, alles, was ich hier gekannt hatte, war die Welt der Dunkelheit in der Zukunft. Als ich in diese Welt kam und zum ersten Mal die Sonne sah, es war überwältigend. Sie zu sehen, bestärkte mich in dem Entschluss, die Geschichte vor einer finsteren Zukunft zu bewahren. Ich möchte dich gerne etwas fragen, Dragon. Es geht um Zahnräder der Zeit. Es geht um diese Zeit in der Zukunft, als wir vor die Jäger gestellt wurden. Offen gesagt, waren wir in einer aussichtslosen Lage, völlig ohne Hoffnung. Ich hasse die ganzen Rückblenden, ne? Das ist gerade erst geschehen. Ohne Witz. Wir werden euch für immer los sein. Das ist das Ende für euch. Hey, Doki, Retain. Ihr könnt nicht aufgeben. Pfah, nicht aufgeben, sagst du. Aber was können wir in dieser trostlosen Situation denn tun? Wir müssen nachdenken. Aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht war es, weil Doki mir beigestanden hat. Doki? Sieh dir das mal an. Das, was könnte es sein? Da ist ein seltsames Muster drauf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster ist neu für mich. Das ist mein Reliktfragment. Mein persönlicher Schatz. Ich habe den Traum eines Tages hinter das Rätsel dieses Fragments zu kommen. Aber ich war so ein Feigling. Ich konnte nicht mal genug Mut aufbringen, um als Lehrling bei der Gilde anzufangen. Genau in diesem Moment traf ich Doki. Doki. Nun, Doki. Ich vertraue dir, Doki. Ja, ich glaube fest an dich, Doki. Alter, wie oft der einfach Doki sagt, ne? Ja, Doki, dein Ernst, war immer da, um mich aufzubauen. Und... Das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich diese Sache stellen. Wir können es nicht aufgeben, Doki. Es hat mir immer Mut gemacht. Mit Doki fühle ich mich jeder Herausforderung gewachsen. So fühle ich nach einiger Zeit. Vielleicht war das der Grund, aus dem ich weitermachen konnte, ohne aufzugeben. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst, denke ich. Ja, Doki hat eine besondere Eigenschaft, die andere so empfinden lässt. Genauso wie mir Doki als Freund am Herzen liegt. So empfindest du Dragon auch für Doki. Doki ist ein Glückspilz. Ein Glückspilz, einen Freund wie dich zu haben. Der Morgen ist da. Wir sollten bald aufbrechen. Ja. Es war heute wieder nur Gequatsche, ey. What the fuck? Ohne Scheiß, es gibt... Alles klar. Wir sind uns einig, dass wir alle Zahnräder der Zeit einsammeln. Als erstes müssen wir entscheiden, welches Zahnrad der Zeit wir zuerst ins Visier nehmen. Sehen wir uns mal die Wunderkarte an. Von hier aus... vermutlich liegt der Untergrundsee am nächsten. Ja, wie wäre es mit dem Schemengehölz? Dort habe ich damals mein erstes Zahnrad der Zeit geholt. Wo liegt das? Hier. Es ist etwas weit von hier, aber dort passt niemand wie ich selber auf das Zahnrad auf. Oh, super. Wenn wir jemanden wegen eines Zahnrads der Zeit bekämpfen würden, könnte das Aufmerksamkeit erregen. Aber hier wäre das kein Problem, oder? Genau. Das ist dann geklärt. Dahin werden wir gehen. Auf zum Schemengehölz. Jo. Ja, da ist er. Das ist der Eingang zum Schemengehölz. Oh. Was ist mit dir, Retain? Es liegt anders als damals, irgendetwas in der Luft. Nein, das bilde ich mir nur ein. Wir gehen rein, wenn ihr bereit seid. Jo, wir können aber nichts lagern, oder? Nee, wir können nichts lagern, also von daher... Beenden wir jetzt hier den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!